Es ist immer noch Februar, aber es fühlt sich an wie Frühling. Und Frühling ist eine gute Zeit, um sich wieder zu überlegen, wo man investieren soll. Als erstes beginne ich meine nächste Anlagesaison mit einem Überblick über die bestehenden Portfolios. Schauen wir mal zurück, wie das Saison 1 Portfolio aussieht. Ich schaue es jetzt nicht an, was rauf und was runtergegangen ist, sondern was ich gemacht habe. Ich habe das Obermatt Stock Portfolio Spreadsheet verwendet. Das kriegt man online bei Google. Da ist ein Link unten im Video dabei. Und dieses Spreadsheet kann man verwenden, um sein eigenes Portfolio abzubilden. Und wenn man dann jede Woche die Obermatt Rangdatenbank per CSV-File erhält, kann man diese Datenbank im letzten Tab des Spreadsheets hineinladen. Auf der ersten Seite kann man dann sein Portfolio ablegen, und zwar auf eine relativ einfache Art und Weise. Man gibt dem Portfolio einen Namen, tragt das in die erste Spalte ein. Man sucht dann die Obermatt-ID der Aktie, die man im Portfolio hat, und man trägt den Wert ein, die diese Aktie hat. Was man dann sieht, und das ist die erste interessante Kolonne, die vierte Kolonne, Weight, wie viel Gewicht diese Aktie im Portfolio hat. Und wir wissen, wir wollen nicht alles auf eine Karte setzen. Etwas, das sehr wichtig ist, dass wir diversifiziert sind. Und wir können hier sehen, in der Saison 1 ist alles grün. Wir sind gut diversifiziert, wir sind breit diversifiziert. Keine Aktie ist zu teuer. Ich habe auch den Schweizer Frankenbetrag eingegeben, der mittlerweile an Dividenden aus dieser ersten Saison herausgekommen ist. Es ist 2.894 Franken. Wenn ich viel Arbeit machen möchte, würde ich diese jetzt wieder investieren. Aber ich bin der Meinung, ich warte, bis das 5.000 Franken sind, denn bis jetzt haben wir immer 5.000 Franken in das Portfolio investiert. Und meine nächste Aktie soll auch wieder etwa diesen Wert haben. Was man sehr schön sieht hier in dem Aktienportfolio, sind die Ränge in den Spalten weiter hinten. Und zwar auch wieder farblich hinterlegt. Wenn es grün ist, dann ist alles gut. Wenn es rot ist, ist es ein bisschen gefährlich. Und wenn es gelb ist, ist es auf dem Weg, gefährlich zu werden. Und wir sehen hier, Leoni hat einen roten kombinierten Rang. Das ist der aktuelle Rang von Leoni. Aber er ist im Value-Bereich immer noch grün mit 52. Er hat einfach ein schlechtes Wachstum. Denke ich, kann es geben dazwischen. Ich investiere langfristig, das macht mir keine Sorge. Biosystems hat auch einen roten kombinierten Rang. Nein, das ist ein grüner Rang, sieht man hier gar nicht mit der Sonne, ja? Ist ein bisschen zu hell. Aber wir haben noch rote Ränge, und zwar bei RWE. RWE mittlerweile ist im Value stark gefallen. Und nun kann man sich fragen, soll man RWE verkaufen? Ich bin aber der Meinung, dass wir das nicht machen sollen. Ich bleibe dabei, und damit habe ich heute nicht viel Arbeit, denn die Aktien, die ich in der ersten Saison gekauft habe, sind immer noch gute langfristige Investitionen. Also nichts zu tun, einfach das Spreadsheet pflegen, damit man weiß, wo man steht. Viel Erfolg mit Ihrem eigenen Investieren.